Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und mein Camtasia funktioniert wieder nach Neumachen des Laptops. Und wir kommen zu einem neuen Tutorial. Und zwar habe ich mir gedacht, machen wir einfach mal eine Browser-Reinigung beziehungsweise Firefox-Reinigung, wenn man irgendeinen Scheiß drauf hat. Und dann, wenn man einen neuen Tab aufmachen will, da nichts mehr passiert, da immer irgend so ein komisches Zeug kommt. Ich habe mal meinen Firefox absichtlich vollgemüllt. So, ich öffne mal hier noch einen Tab, noch einen Tab, dann schließen wir mal die ersten, noch einen Tab, noch einen Tab. Ihr seht, passiert immer der gleiche. Kann auch gerne nochmal ausmachen, Firefox anmachen. Ja, da ist er doch. So, und immer wieder der gleiche. So. Gibt zwei Möglichkeiten. Machen wir erstmal die erste. Das ist die humanste. Ich habe mir das mal schon mal vorbereitet. Die About-Doppelpunkt-Config schreibe ich alles unten nochmal rein. Was ich jetzt hier eingebe, das seht ihr auch gleich. So, hier oben. Ihr schreibt ihr einfach in die Adresszeile About-Doppelpunkt-Config. Dann Enter. Ja, wir wollen bestätigen. Und jetzt kommt ihr zu diesem Feld. Macht da am besten nicht zu viel. Gebt oben einfach nur ein TAP. So. Und hier geht ihr auf das, was weiß und dick ist. Das wurde verändert. Ihr seht, hier könnt ihr nichts zurücksetzen. Hier sagen wir einfach zurücksetzen. So. Und dann müsstet, ich weiß jetzt nicht, was ich für einen Scheiß jetzt drauf habe. Ich habe zugesehen, dass ich irgendwas drauf kriege. Zur Not gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. So, jetzt können wir das mal testen. Wir haben das natürlich immer noch nicht weggekriegt. So, gehen wir mal da nichts ein. Gucken wir mal, was wir hier noch so Neues haben. Hier wurde, warte mal, muss ich erst mal gucken, was ist denn das überhaupt? Wie heißt denn das? Search Create Toolbar. Irgendeine Toolbar. Müssen wir mal gucken, habe ich hier noch. Ich habe ja nie geguckt, ob ich ein irgendein On. Ja, hier, das kann ich deinstallieren. Entfernen. Das hätte man mal vorher machen sollen. Deaktivieren. Will er ja nicht. Was ist denn für ein hartnäckiger Scheiß? Tab schließen. Nochmal neu öffnen. Ach, jetzt ist er doch weg. Ja, haben wir weggekriegt. So, gucken wir nochmal hier nach. Ist alles weg? Ja. Jetzt nochmal hier About Config. Ja. TAP. Da ist es wieder. Zurücksetzen, weil wurde nichts von mir verändert. Und jetzt gucken wir mal. Immer noch. Okay. TAP ist alles so, wie es sein soll. Jetzt starten wir nochmal neu. Gucken, ob es jetzt weggegangen ist. Ne, ist natürlich nicht weg. Müssen wir mal gucken, was wir noch einstellen können. Es gibt noch eine andere Methode, aber die würde ich eher ungern machen. Zurücksetzen. So, gucken wir mal noch, was wir haben. Wie heißt die Scheiße? Toolbar. So, gucken wir mal einfach mal. Kopieren wir das einfach mal. Das ist immer eine gute Methode, geben das hier ein und da finden wir schon was. Und da sagen wir dann natürlich zurücksetzen, 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 zurücksetzen. Search. Zurücksetzen, zurücksetzen, Browser Search Default, genau. So. Und hier unten die noch.
Ich zeige euch auch gleich noch die andere Methode, aber die würde ich echt nur im äußersten Notfall, seht ihr, und da geht's wieder, im äußersten Notfall benutzen. So, dann machen wir mal hier noch einen Tab auf. Und ihr seht, ich habe meine Tabs alle wieder. Ich kann hier zack drauf drücken und ich komme zu meinem Account. So, machen wir mal einen neuen Tab auf. Dann gibt es noch für ganz Hartnäckige, wenn es wirklich so nicht klappt, also mit About Config und dann Tab und das da zurücksetzen und dann halt müsst ihr gucken, wie die Toolbar oder was bei euch da ist, Babylon und so. Gibt einfach Babylon oben ein und dann alles auf zurücksetzen. Wenn es so wirklich nicht klappt, aber so, About Doppelpunkt Support. Aber das wirklich nur im äußersten Notfall. Und dann hier einfach Firefox zurücksetzen. Dann sind alle Lesezeichen weg. Tabs sind weg. Also alles wie Add-ons, ja, was ihr gemacht habt mit eurem Firefox, es ist wirklich alles weg. So als wenn ihr Firefox frisch drauf gemacht habt. Also das wirklich nur im äußersten Notfall. Also das ist sozusagen die Brechstangenmethode. Die würde ich euch so nicht empfehlen, aber im äußersten Notfall könnt ihr die schon benutzen. Ich knall die beiden Links, beziehungsweise was ihr oben bei Firefox schreiben könnt, schreibe ich euch unten rein. Für Config einfach das eingeben und dann oben Tab. Also wenn ihr das mit diesen Tabs habt und ihr wieder eure alten Tabs haben wollt, einfach nur Tab zurücksetzen. Nicht immer, habt ihr gemerkt, wie bei mir, nicht immer wird gleich alles gelöscht. Normalerweise bei, ja, wie heißt das, Babylon oder Delta oder so, müsste das klappen und ihr habt dann eure Tabs wieder normal. Nee, Babylon auch nicht. Babylon ist, glaube ich, auch noch ein bisschen hartnäckig, ja. Aber Delta und so eine Scheiße, da klappt es denn. Und wie bei mir jetzt, wenn das denn nicht klappt, oben denn in die kopiert, macht einfach einen Tab auf und kopiert die ersten 1, 2 Wörter, wie das heißt. Und das sucht er dann bei About Config, wie ich eben gemacht habe. Und dann das macht er alles auf Zurücksetzen. Und dann testet er, macht einen Tab auf, ob es geht. Wenn es nicht geht, müsst ihr gucken, habt ihr vielleicht noch irgendwo was vergessen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch eine Hilfe sein. Bis bald, euer Odin.